Ja, Huhu hier wieder beim Koali und beim Last Track Dark. In der Secret World. Was hat denn gerade runtergeschmissen? Egal. Wir haben Verstärkung dabei, nämlich den guten Villandash. Wenn er schon bei der Instanz nicht dabei war, ist er heute dabei. Sag mal hallo, Villandash. Ja, hallo, Villandash. Sehr schön, ja. Und wir haben noch Terra May dabei. Hallo, Terra May. Hallo. Ja. Mir heute ganz zufällig über den Weg gelaufen, während ich Secret World gespielt habe. So passiert es manchmal. Schon ist man in der Aufnahme drin, ohne sich wehren zu können. Wir machen heute eine Quest hier in Kingsmith. Und zwar wollen wir uns hier hinten beim guten Eddie... Nee, wie heißt er? Moose. Sandy Jensen Moose. Hier wollen wir uns die Unschärfe-Relaktion mal näher angucken. Und da soll man ein total geiles Item kriegen für Heiler. Und da ich ein Heiler bin, machen wir das jetzt alle. Okay. Ja. Also ich laufe nur mit, weil da gibt es noch einen Cooldown und der ist ziemlich lang. Ach so. Also um kurz den Effekt zu demonstrieren. Ja. Das ist nice. Der Heileffekt. Ach, du hast das auch schon. Okay. Ja. Ja. Und Terra May hat das gestern mal schon mal versucht. Ich habe es gestern gemacht, mit einer Freundin gemacht und ich habe es 2 Tage davor schon gemacht gehabt. Oh, dann scheint das ja eine richtig coole Quest zu sein. Gibt es da eine Filmsequenz? Ja, bestimmt, ne? Mhm. Dann schauen wir uns die doch mal an. Akzeptieren. Verdammt guter Kaffee, Andy. Du weißt, wie man einen Mann glücklich macht. Danke, Sandy. Ich habe nur Wasser eingefüllt und den Filter gewechselt. Aber trotzdem danke. Ah, das Angebot steht, Andy. Wenn alles vorbei ist, kannst du hinten auf mein Bike steigen. Dann ziehen wir zusammen durch die Welt. Oh Mann, danke, das wäre toll. Aber ich kann die Stadt oder Sheriff Helen nicht verlassen. Es wäre falsch. Das respektiere ich so an dir. Bist ein guter Mann. Jede Frau könnte froh sein, dich zu kriegen. Naja, es... gab bisher keine... Aber das heißt nicht, dass ich... Oh Mann, tut mir leid. Schon gut, ich wollte nicht, dass dir was peinlich ist. Schau, wer zurück ist. Auch eine Tasse? Der Deputy und ich sprachen gerade über den Kriegsverlauf. Unser Erfolg ist durchwachsen. Vor meinem Leben auf der Straße war ich ein Finanzanalyst an der Wall Street. War nichts für mich. Aber ich habe wichtige Sachen über Zahlen und Statistiken gelernt. Mit jeder Menge Versuch und Irrtum habe ich die Wirkung meiner Massenvernichtungswaffen optimiert. Also, ich weiß, kein Schuh passt jedem. Und je nach Werkzeug drehen sich verschiedene Schrauben unterschiedlich schnell. Was soll das denn heißen? Es heißt, diese Kreaturen reagieren unterschiedlich auf die Waffen. Einige widerstehen Feuer und Hitze... Andere gehen bei Schrapnellen sofort in die Knie. Ich habe eine Liste. Jedem Tierchen sein Pläsierchen, was? Andy, das ist das Klügste, was ich heute gehört habe. Ja, total interessante Unterhaltung. Okay, die Notizen lesen. Das ist der Punkt, den ich sicher immer vergesse. Ich bin immer schon auf dem Weg zu den Items und dann, ups. Gut, dass wir Leute dabei haben, die wissen, wo wir hin müssen. Okay, hier unten stehen da irgendwelche Sachen drin, die man sich merken muss, oder was? Den Screenshot ja, kannst du jederzeit anschauen. Okay, ja, ihr wisst ja, was man machen muss. So, ja, dann folgen wir dem Villandash. Also, wieder mal rauf zum Andy. Mhm. So, erstes Item hier. Hier ist ein Item? Ja. Battle Tube, dann die Batterie liegt irgendwo. Ich sehe aber kein Item mehr. So. Ja, da kannst du auch drinnen machen, weil wir haben es drinnen immer gesammelt. Ah, okay. Das alle 3 Sachen. Da gibt's eine Batterie. Ja, Batterie, Röhre und Matratze gibt's. Ich kann da nichts aufheben. Dann komm mal rein. Das ist traurig.
Achso, Moment. Vielleicht muss ich erstmal das hier machen. Dann könnte ich vielleicht das. Ah, okay. Jetzt geht's vielleicht. So. Eins nach dem anderen halten. Ne? Ah, hier gibt's Sachen. Autobatterie. Eine Matratze, die Feder. Da, ja. Ja. Wenn dir die Röhre noch fehlt, die ist hier. Jipp. Yep. Läuft. Und jetzt zusammen tun oder was? Ja. Ding und ding. Machst am besten den Screenshot auf. Also die Missionsbeschreibung und das Bild. Ja, habe ich nicht gescreenshottet. Ja, brauchst nicht Screenshot, kannst du wieder aufmachen. Gibt es als Bild im Ach so. Missionsjournal. Ja. Und nu? Autobatterie, Metallröhre, Feder, Edgar's Tech. Genau. Crafting-Fenster ist da wieder mal gefragt. Ja. Und dann gibt es unten rechts in dieser Notiz, wie du sie anordnen musst. D, B... Achso, nebeneinander? Genau, das erste ist nebeneinander und dann die anderen Sachen sind dann eben ein bisschen verschieden, so wie es eben mit den ganzen Waffen ist. Ah, okay. Also das Edgar-Tech als erstes links. Ja, habe ich schon. Ich habe jetzt Batterie, Säure und Granatwerfer. Genau. Mhm. Okay. Und jetzt brauchen wir noch Feuerlöscher und Chemikalienmischung, oder was? Na, jetzt müssen wir den Flammenwerfer nicht. Zuerst einmal ausprobieren. Ach, den müssen wir jetzt ausprobieren, okay. Und dann ziehe ich mir den nochmal unten in die Leiste. Okay. An was probieren wir denn aus? An Zombies. Umständen. Am besten an den da vorne. Ich möchte das Ding ja eigentlich bis zum Schluss behalten, weil das ist so super. Boom. Schön. Ja. Aber drei von, wir müssen jetzt 50 Typis damit töten. Nein, man muss nur Bäume verwenden. Du musst ihn so lange verwenden, bis er kommt. Hier steht 4 von 50. Ja, es ist ein Verarsche. 6 von 50. Ich glaube, nach dem vierten Mal anwenden oder so ist er schon kaputt. Naja, bei mir hat es 5 Mal gereicht. Okay, keine Zombies mehr da. 8. Die sind auch schon alle weg hier. Da kommt doch gerade einer. Nee, jetzt nicht mehr. Ja, die werden alle abgeballert von da oben. Ja. Ah, jetzt sind hier unten wieder welche. Aber kannst du schon Richtung Feuerwehrdepot auf den Weg machen, weil dann müssen wir da näher hin. Okay. Ey, hörst du auf? Der hat mich geschlagen, der Zombie. Kriegt der direkt mal hier was in die Fresse? Aber für einen Zombie ist das ja voll mir Ton. Wie heißt das? Kanonen auf Spatzen? Ja. Okay. Okay, auch eine Möglichkeit. Meh.
Ja, und sonst so? Okay, wenn das Ding kaputt ist, dann zerlegen. Ja, jetzt ist es kaputt bei dir. Yep. Zerlegen. Kriegen wir hin. Entschuldigung. Dann kriegen wir hier das Tech wieder, ne? Genau. Okay, den Rest leider nicht. Gehen wir mal ein bisschen schneller auf unserem Board. Feuerwehrmänner, tötet sie. So, hängen die Sachen wahrscheinlich hier oben rum, wa? An den da hinten ist einer. Der Feuerlöscher ist irgendwie hier drinne und draußen hast du noch den Sondermüll. Entdeckt. Ah. Okay, draußen ist Sondermüll? Ja. Rechts rum. Chemikalien. Genau. Mhm. Ah. Aus den Teilen den Dingens fertigen, okay. Dann fertigen wir doch mal. Das müssen wir jetzt wahrscheinlich auch ausprobieren, ne? Genau. Wieder an 50 Leuten. Wo haben wir denn hier Leute? Hier vorne sind doch bestimmt noch. Habt ihr alle schon getötet? Ne, da oben sind noch welche. Nett. Noch einer. Das ist noch einer? Ja. Ja, lass ich mal hauen hier. Ich lass mich doch schon die ganze Zeit hauen. So ist das richtig. Danke. So, hier hinten sind bestimmt auch noch wieder ganz viele. Von dieser Tintenfisch-Quest, die finde ich, fand ich übrigens ziemlich gut damals. Gut gemacht, Lesrak. Du bist der King of the Hill. Willandesch hat hier schon alle gekillt. Hallo? Ja? Ja? Machst du ein. Ja, ja, die Dinger alle haben, einzeln und dann kommt aber. Die Dinger haben Abklingzeit. Hier vorne sind noch ganz viele. Hallo Zombies. Ich hab hier was für euch. Okay. Kann man das auch bei Draugs? Oder? Das habe ich leider nicht ausprobiert. Na, komm. Okay, jetzt ist er kaputt und auch wieder zerlegen, genau. Wahrscheinlich, ne? Das ist ja eine Quest, aber die ist ja richtig für Kenner. Und dann geht's Richtung Schrottplatz. Da darfst du dann auch gleich nochmal bei dem Haus vor dem Schrottplatz sammeln. Yay!
Maler-El ist weg. Wo ist denn der Maler-El? Der ist schon bei dem Haus und sammelt. Ach. Der ist so ruhig heute, man erkennt ihn gar nicht wieder. Hat Angst. Ja, das ist, weil eine Frau heute mit dabei ist. Okay, traut er sich nicht. Zurück. nicht wegen dem Maler-El. Der hat das nicht verdient. Okay. Aber die Maschine, die Waffe kannst du an den Erdspeiern gleich austesten. Also an den Golems, ja, oder was? Ja, genau. Okay. I'll do my very best. Kupferdraht. Okay. Bin gespannt. Hallo, Golem. Oh ja, doch. Du brauchst gar nicht so nah dran. Du musst ihn nur ins Target nehmen und dann abdrücken. Das ist ja langweilig. Bist du Nahkämpfer oder Fernkämpfer? So das auch. Ich habe Faust und Schrotflinte. Ja. Schrotflinte, hier Fäuste. Fäuste und, wer ist das? Sturmgewehr. Und ich habe gerade ein neues Sturmgewehr gefunden, was wahrscheinlich scheiße ist. Aber es ist schon cool, die Dinger hier abzulatzen. Aber sie endlich recht. Ja. Aber ich mache mir so ein bisschen Sorgen um den Maler-El. Was ist denn dem los? Aha. Was ist das hier? Na ja, da kommt gleich ein Boss. Nein, kein Boss. Autsch. Abartige irgendwas. Ja. Gut, dass wir den Maler-El wieder rechtzeitig dabei hatten. Was wären wir ohne einen Tank? Wo ist er hin? Schon tot? Ja, nein, er ist noch verschwunden. So, ja. Feigling, komm her! Nee, komm, ich hab gerade meine Buffs hochgeladen. Toll, jetzt sind sie abgelaufen. Das, auseinandernehmen? Hab ich schon. Dann nochmal im Inventar rechtsklicken. Im Inventar rechtsklicken? Oh, ja, nice. Mhm. Da möchte jemand noch einen Golem vermöbeln. Naja, also ich wollte ihn eigentlich nicht vermöbeln, aber der hat irgendwie Narren an mir gefressen. Wie nennt man das? Gesichtsagro? Ey, ich bin eine Frau, ich darf das. Ach so, na gut. Sich ein. Edgar auf dem Schrottplatz besuchen. Man müsste auch hier rüber springen können, wenn man das denn mal. Nicht so wie ich. Ich gehe lieber außen rum. Hallo, Eddie. Oh, Filmsequenz. Es gibt abgedrehtes Zeug auf diesem Platz.
Oh ja, scheppernde Trafos und winzige Piepteile, die sich bewegen. Verdammt, ich hab sie zerlegt, dran rumgebastelt und wieder zerlegt. Ich wollte sie in den Bus einbauen, damit er wieder läuft. Aber er kann damit nichts anfangen. Zu modern für mein Baby. Ich hab im Geheimen weitergemacht. Worum es hier geht, ist eine echte Spezifikation von Quantenmotoren. Die sind wie normale Motoren, nur das Rechnen ist schwieriger. Bis jetzt ist das alles nur theoretisch. Können Sie mir folgen? Nehmen Sie zum Beispiel diese Dinger da. Nein, 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 nicht anfassen. Jesus Maria, ich muss das doch fertig erklären. Das hier ist empfindlich für die wahrscheinlichsten Unendlichkeiten an jedem möglichen Zeitpunkt. Verstehen Sie mich? Es funktioniert nach der Unschärferelation. Möglicherweise also noch gar nicht. Aber mit genügend Saft und perfekten Symmetrien zum Kanalisieren der Unendlichkeit. Dann aber... Das tägliche Laber macht Ihnen sicher Kopfschmerzen. Scheiße, ich kenne das. Das geht mir schon mein ganzes Leben so. Wenn die Penner aus der Mittelschule mich jetzt sehen können. Edgar, der hat nicht viel im Hirn. Ein Schwachkopf. Zurückgeblieben. Er bringt es nie zu was, dieser Edgar. Arschlöcher. Und wer lebt jetzt noch? Wer hat ein Fahrzeug, um hier wegzukommen? Wer arbeitet an Quantenmotoren? Der Schwachkopf, genau. Ja, der blöde Schwachkopf. Meine Mama hat gesagt, ich soll mich voller Stolz selbst als Schwachkopf bezeichnen. Das würde die anderen Kinder entwaffnen. Würde sie das stören? Nun dann... Lecken Sie mich am Arsch. Ich mag Edgar. Wer hat denn jetzt hier inzwischen ganz viele Golems getötet hier? Ich habe schon mal angefangen. Ach, du brauchst mal, müssen wir jetzt hier Golems töten, oder? Ja. Problem ist, dass es immer nur für einen gibt. Auf neues Bauen. Den Respawn abzukürzen, habe ich schon mal angefangen. Okay, wir brauchen also hier ganz viel Zeug. Ich hoffe, den Screenshot hat man dann später auch, ja? Ja. Nicht vergessen, alles mitzunehmen, was du nehmen musst. Den durchgebrannten Quantenkern benutzen, um umherstreifenden Golem mit Quanten aufzuladen. Genau. Seit dem vom Tisch bitte. Also dieses Ding, was da auf dem Tisch lag, ja? Nee, das was mir vorhin da. Hä? Beim Zerlegen, was man beim Zerlegen rausgekriegt hat. Ach, das. Right. Ja, okay. Also da. Aber den muss man jetzt noch nicht zusammenbauen, ne? Nee. Gut. Benutzt man einfach auf das. Schrottplatz-Golems. Ach, Schrottplatz-Golems. Na dann. Lass mal loslegen, ne? Ich denke mal, den hat schon jemand anders hier, ne? Ja, das ist schon unsere. Achtung, da kommt noch einer dazu bei euch. Ich gehe dann halt mal woanders hin. Der wäre eigentlich für dich gedacht. Ach so. Sag das doch. Eben sagst du noch, das ist unserer und dann jetzt auf einmal hier, hallo. Mann, Mann, Mann. Das ist auch umgekippt. Hallo, Quantenteilchen benutzen. So, 2 Stück von 8. Das ist schon der nächste. Du musst auch immer anschießen, genau. Also ich kann ihn jetzt nicht mehr anschießen, ne? Ist egal, er droppt trotzdem. Yep. Und rechts. Okay. Ah, du machst das schon.
Ach, hier kommt wieder der Eumel. Ja, der bufft ihn ein bisschen. Ah, er hat trotzdem keine Chance. Yay! Maler Elis schon wieder weg irgendwo. Da ist er ja wieder. Aber mit uns reden will er heute nicht. Wie bitte? Ah, hallo. Ich hab schon gedacht, du wärst tot. Nein. Das ist würde ich gemütet. Besser spielen. Noch besser. Ja, was ihr jetzt natürlich nicht wisst, wir sind jetzt ungefähr schon 8 Stunden lang The Secret World gespielt. Mit den Leuten. Wir haben uns 2:30 Uhr nachts und nur damit wir heute wenigstens noch irgendwas aufnehmen, zeigen wir euch jetzt noch die Schrottplatz hier. Weil nämlich die Terra noch keine einzige Instanz gemacht hatte bisher. Deswegen haben wir die ganzen alten Instanzen nochmal gespielt, aber die kennt ihr ja alle schon. Deswegen haben wir das jetzt nicht nochmal mit aufgenommen. Oh, was sind denn da welche? Ausgerottet. Normalerweise droppen die auch immer vom Himmel, ne? Ja. Mhm. Terra, hast du eigentlich hier diesen Quest mit dieser komischen Drohne gemacht? Ja, ich habe sogar den Erfolg gemacht, hier zum... Wo du den Boden nicht berühren darfst? Genau. Oh Gott. Der ist fies, oder? Wie lange hast du gebraucht? 2 Stunden. Ja, das ist wahre... Ja, den Weg muss man erstmal finden, ne? Ja. Ach, jetzt wird er wieder gebufft. Nicht, dass ihm das was bringt. Gegen uns im Bar-Kombo. Okay. Etwas aus den Quantenteilchen fertigen. So, dann haltet mir mal die Golems vom Hals. So, wie war das jetzt? Um den Kern rum einfach die 8 Teile oder was war das? Wenn das das Falsche. Bitte leben lassen. Okay. Lestrak braucht noch Zeug. Nein. Brauchst du nicht? Ich sollte den verbesserten Kern jetzt machen. Ach so. Okay, dann braucht man die schon wieder. Okay. Also das ganze Spielchen wieder von vorne, oder was? Yep. Okay, dann suche ich mir jetzt mal jemanden, einen anderen Golem hier. Hoffentlich sind hier noch irgendwo welche. Vielleicht sind hier hinten wieder welche. Ja, hier ist einer, glaube ich. Ja. Und stirb. Aber hier, Terra, wenn du das Quest schon gemacht hast, dann müsstest du das Zeug ja eigentlich schon haben, oder? Ja. Aber du bist ja kein Heiler, ne? Das war das Problem, ne? Macht aber Schaden auch. Ja, mir wurde aber geraten, dass ich eben was anderes nehmen soll. Und deswegen habe ich die auf der Bank getan, falls ich eben irgendwann doch nochmal denke, Heiler zu machen. Damage gibt sicher was Besseres, aber... Problem ist, es ist zwar ein Heiler-Item, aber damit man mal bei den Heilfähigkeiten ist, muss man ja, in Damage reinskillen.
Und eins auf Fähigkeit kostet doch 50 Punkte, oder? Ja, natürlich. Da hast du schon recht. Die hat man am Anfang sicher nicht. Ja, aber dadurch, dass ich eigentlich mehr mit einer Freundin im Quest und die eben mehr Heilungsskills drinne hat, brauche ich mir da eigentlich keine Gedanken machen. Okay, jetzt haben wir das Ding geschafft, jetzt hier. Ja, jetzt muss das Ding zusammenbauen. Habe ich schon. Bericht senden. Und wieder KP bekommen, sehr schön. Jetzt kann ich das hier in meinem Inventar lassen. Oder wie ist das? Ja. Weil sonst braucht man jetzt 50 KP, um die freizuschalten. 35 oder? FP und 50 KP für den Skill. Okay. Und wie funktioniert das dann? Hast du jetzt einen 8. Ach ja, ich habe jetzt einen 8. Slot, ja. Da kannst du dann die Fähigkeit reinziehen. Und wo rüste ich die genau aus? Moment, kann sie das jetzt auch im Rad drin? Oh, es sieht jetzt anders aus, ja. Unsere zweite Sektion haben. Oh, das hat er jetzt richtig krass für hier Skills und so. Leicht. Und die kann man dann alle freischalten oder sich dann reinziehen, oder was? Ja, also eine davon. Nur eine aktive und eine passive. Genau. Und später kriegst du noch ein Rad für die Augmentierungen. Okay. Also muss ich dann auch, muss ich mir das dann genau überlegen, welche ich haben will, ne? Nein. Wie nein? Später kriegst du so viele KP hinterhergeschmissen, also nein. Ja, wie sagst du gerade, man kriegt nur eine davon. Achso, du musst dir genau überlegen, welche du reinziehen willst, ja. Und das funktioniert dann auch von oben nach unten. Das heißt, erstmal den Vektorraum, dann die Supersymmetrie und so weiter. Genau, ja. Also braucht man 100 KP, bis man den ersten vollständigen erstmal hat. Ja, wie ich mit dem Flammenwerfer, da habe ich auch die ersten beiden. Okay. Ist jetzt gebongt. Und das ist auch super toll, weil wir haben jetzt eine halbe Stunde um. Das heißt, wir haben einen toten Golem gleich hier vor uns. Ja, okay, kann man drauf schießen. Ja, ich hoffe, trotz unserer relativen Stille, was der Zeit geschuldet ist, wie gesagt, wir haben es gerade 2:30 Uhr nachts, habt euch das Ganze gefallen. Bis zum nächsten Mal. Euer Koali und euer... Les Rucktag. Und Bilatisch. Und euer... Und eure... Terra May. Läuft. Siehst du? Nicht so wie der Falken letzt. Alles klar, bis tschüss.